Eine Sache, die mich schon lange juckt, ist bei diesem Brunnen die nasse Stelle hinten an der Wand, die in erster Linie dadurch entsteht, dass kleine Wassertröpfchen an die Wand spritzen. Und wir haben da eine alte Kaminrückwand gefunden, die genau diese Höhe hat, vom Beginn des Brunnens weg. Und ihr werdet gleich sehen, was ich damit vorhabe, nämlich eine Verschönerung cum Spritzwasserschutz. Das ist diese Kaminplatte. Ziemlich hübsch mit Weinreben, der gleich neben dem Brunnen ist. Und jetzt gilt es hier, also Befestigungslöcher hat es schon zwei. Es ist halt Grauguss, also relativ hart und spröde. Und jetzt gilt es hier ein 12 cm großes Loch zu bohren, damit die eingefädelt werden kann. Und zu diesem Behuf habe ich diese extrem professionelle, billige 700 Watt Bosch-Bohrmaschine, Standbohrmaschine, umgedreht. Also die weist normalerweise in die Richtung. Umgedreht, da hat es einen so etwa 45 Euro teuren Carbidbohrer, der hoffentlich seinen Dienst tut. Langsame Vorschubgeschwindigkeit. Und jetzt werde ich noch diese Maschine hier befestigen. Dazu habe ich mir ein paar Holzbretter besorgt und werde da eine Halterung bauen, wo ich die Maschine, wo ich da diese Platte quasi einspanne und die Maschine oben drauf schraube dann. So, jetzt ist die Bohrmaschine da montiert und seitlich auch ausgerichtet auf den Bohrpunkt. Und was man jetzt noch macht, ist den riesigen Bohrer hier einspannen. So, was ich jetzt gemacht habe, ist eigentlich ein U aus diesen Dachlatten. Die sind leider gerade eine Spur zu niedrig, deswegen noch hier eine Erhöhung. Hinten die Maschine angeschraubt an die Dachlatte da hinten, ja. Die wiederum auf die Holzplatte. Das heißt, das Ganze sollte mir nicht um die Ohren fliegen. Im Prinzip würde man sowas machen mit einer Magnetbohrmaschine, die mindestens 1200 bis 2000 Watt hat. Und auch 2000 Euro oder Franken kostet. Das Ding hier ist natürlich billig, hat 700 Watt, ist eigentlich viel zu schwach. Das Problem ist einerseits die Drehzahl. Ich werde es mal auf Stufe einstellen und einschalten und sehen, wie langsam ich drehen kann. Also ich kann es mit 230 Umdrehungen pro Minute drehen, 210. Vorgeschrieben wäre eigentlich für einen Bohrer, also ein bekannter Hersteller, den ich jetzt nicht nenne, von diesen Carbidbohrern bei 12 cm würde eine Drehzahl von 100 vorgeben. Das ist natürlich nur halb so schnell. Es kommt immer auf die Schnittgeschwindigkeit hier an. Das heißt, abhängig vom Radius. Das andere Problem ist, wenn jetzt der Vorschub, man könnte ja sagen, okay, ich kann langsamer bohren. Das Problem ist aber nur, wenn der Vorschub hier zu langsam ist, weil diese Zähne heben natürlich die Späne ab. Ist der Vorschub zu langsam und damit, weil die Maschine zu schwach ist, dann kann es passieren, dass ich gar keinen Span abhebe. Und wenn ich keinen Span abhebe, dann gleiten nur diese Zähne hier über das Metall, erzeugen Reibung und Hitze und werden stumpf. Also
wenn die Zähne zu heiß werden, irgendwann sind sie dann stumpf, ne, weil der Stahl sich umformt. Hier habe ich noch kleine Keile untergelegt. Mal sehen, ob das ausreicht. Und dann werde ich wahrscheinlich das morgen bohren. Das Ganze mit Schneidöl. Ich habe da noch irgendwo ein uraltes Schneidöl hier. Aus meinem Lieblings-Hardware-Shop in Tansania. Damals. Das ist noch fast voll und das schütte ich da rein, nachdem dieses Ding hier eher eine Wanne bildet eigentlich. Ja, hier sollte ich noch einen Stopsel reinmachen, damit das verschließt, mit dem Korken vielleicht. Sonst rinnt es unten raus. Und dann werde ich mal sehen, ob das, wie das funktioniert, ne? Das Schneiden mit diesem etwas unterdimensionierten Standbohrer. Stahl 8 mm ist 1000. Also jetzt habe ich das Pilotloch gebohrt, das ging relativ flott. Jetzt werde ich wieder auf Drehzahl 1000 stellen. Und dann fangen wir mal ganz sachte an zu bohren. Und nochmal Schneidel drauf. Niedrigste Geschwindigkeit. Dann aus 4 und 4 fängt es mal an zu schneiden. Mal hier markieren, dass nicht die Keile rausrutschen, dass man das im Griff hat. Es ist erstaunlich kühl noch das Ganze. Ja, man sieht hier schon ein guter. Ja, gute 3-4 mm, also das Ganze geht viel schneller als ich dachte. Es lohnt sich eben schon noch so einen Bohrer zu kaufen. Ne? Der hat jetzt auch wieder 40 Steine gekostet, 45 Steine, aber wenn ich jetzt einen normalen Lochbohrer genommen hätte, hätte ich wahrscheinlich die Bohrmaschine gekillt und 2 Tage gebraucht. Ne? Mal sehen. Okay, die Maschine selber wird da doch etwas heiß hier. Das merkt man, wenn man da cool ist. Und jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, stehen geblieben. Also, ja, dreht sich noch wieder. Aber es macht jetzt zu schaffen, das heißt, ich bohre einfach morgen weiter. Was man schon sieht, das Loch ist ja nicht zu wenig tief. Ich hole mal den Messschieber raus. Mal sehen, ob wir den da reinkriegen, ohne ihn völlig zu vergatschen. So. Ja. Ja, gute 5 mm schon gebohrt.
wird die Frage, wie tief das ganze Ding ist, wie dick. Ja, also das Ganze sollte ganz grob 1 cm dick sein, das heißt, die Hälfte wäre dann quasi schon gebohrt. Ne? Und ich sehe eine gewisse Chance, dass ich da durchkomme, ohne dass das klemmen und hängen bleibt. Also man sieht schon, es sind schon ziemlich cool diese Wolfram-Carbid-Zähne. Natürlich, je planer das aufliegt und desto ruhiger das läuft, desto weniger werden die Zähne zum Beispiel an den Ecken abgestoßen, ne? Weil das ist dann quasi wie einem Art Meißeleffekt. Die Unwucht in der Maschine und das andere ist natürlich, der Vorschub könnte eine Spur größer sein, damit auch das Drehmoment. Aber es scheint zu gehen. Da eine Masse aus Spänen, die vielleicht noch ein bisschen mitschneiden, so wie Sandpapier. Okay, gerade stehen geblieben nach relativ kurzen Geschleife. Nochmal das Fenster aufgemacht, weil es ziemlich verschmort riecht. Hoffe nicht, dass das der Motor ist hier. Und ich habe ja eben auch nochmal ein Brett hingeklemmt, ganz schnell, weil ich ein bisschen Sorge habe, wenn das Ding irgendwie ausschlägt oder diese Imbusschraube, die eigentlich die Achse hier vom Drehen abhält, wenn die versagt, könnte das alles hier irgendwie in die Richtung kommen und naja, kleine Vorsichtsmaßnahme. So, das ist ein ziemlich tiefer Krater schon, 1,1 cm, also 11 mm ungefähr schon. Und nochmal Öl nachgeschüttet. Also jeden Moment sollte es jetzt krachen. So, jetzt haben wir da schon kleine Stückchen Holz sichtbar. Jetzt sollte das letzte Stück kommen. Holz, 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 Holz. Ist nämlich nicht ganz gleich eben auf der Rückseite. Und schauen wir mal, ob wir das rausheben können. Oh, ist das schwer. Also das Pilotloch hier. So. So fett ist diese Scheibe hier. Putzen wir mal ein bisschen ab, das Ding. Messschieber. Mm. Das ist wahrscheinlich ein Rekord für die alte Bosch hier. Ne? PBD 40. Offiziell bis 5 cm oder so. In normalen Stahl haben wir hier 12 cm in Grauguss. Hübsche Scheibe. Was machen wir jetzt mit der? So, 15 mm stark. So, also die Vorderseite ist eigentlich nicht groß von dieser Platte. Hier hat es ein paar Stellen auf der Rückseite. Und ich habe das schon mal gemacht mit dem Kamingitter, hat recht gut funktioniert. Man kann dann quasi direkt drüber mit dem Leinöl, das wird dann, ja, der Rostumwandler wandelt eh in schwarz um, also das wird dann irgendwie schwarz, diese Platte, geschliffen. Also die Grate entgratet. Hier, boom, sieht man eben, wie rostig das ist. Ne? Das geht eigentlich recht gut, wenn man das da schön satt einlässt. Weil das ist zwar dann die Rückseite von dem Ganzen, aber muss halt trotzdem geschützt sein.
damit es dann in den nächsten 150 Jahren nicht anfängt durchzurosten. Ne? Also die Platte ist 15 mm dick. Das braucht ziemlich lang, bis die durchrostet, aber trotzdem. Ne? Man kann ja mal in römischen Maßstäben rechnen, da Pantheon und so. Wer weiß, vielleicht wird diese schöne Eisenplatte irgendwann noch gefunden, in 2000 Jahren. Als Zeugnis der hohen Oberländer Brunnenkultur. So, ganze Rückseite eingestrichen. Nutzt's nicht, schad's nicht. Wird dann morgen noch entgratet. Speziell auch die Bohrlöcher für die Befestigung. Und dann wird das Ganze montiert, nachdem es noch mit Leinöl behandelt wurde.